Herzlich willkommen hier bei Gymma TV. Ich bin's wieder, euer Philipp. Und heute haben wir wieder das Vergnügen. Heute präsentieren wir euch wieder unsere Signature Edition. Aber nicht wie das letzte Video vom Sunlight, sondern heute geht's um den Detlefs Globobus i6. Nämlich auch den haben wir uns ein bisschen schöner gemacht, ein bisschen Camper-Tuning vorgenommen, wie das Ganze aussieht, technische Daten, was wir drin haben und vor allem, was für eine super Preisersparnis wir dadurch bekommen haben und wie toll dieses Fahrzeug ausgestattet ist durch diese Signature Edition. Das seht ihr im heutigen Video. Bleibt also dran, wenn es euch interessiert. Und ich wünsche euch jetzt erstmal viel Spaß mit den Highlights. Schaut euch das Ganze mal an. Jetzt haben wir ihn hier mal von der Seite und was ihr natürlich sehen könnt, wir haben eine ähnliche Beklebung wie beim Sunlight. Wir werden euch den Sunlight auch noch mal einblenden können, dass ihr euch den Unterschied macht. Beim Sunlight waren wir in einer roten Farbe. Wir haben übrigens auch noch eine andere Farbe beim Sunlight, aber das habt ihr mit Sicherheit schon gesehen. Und hier ist es neutral in Grau, also verschiedenste Grautöne, passt einfach besser zu dem Detlefs. Und ich finde, gerade auch mit dieser weißen Kunststoffoberfläche, weil auf dem Kunststoff hält diese Folie nicht, sieht es nochmal ziemlich, ziemlich geil aus. Das hat wieder der Olli gemacht. Webseite von unserem Folierer, der uns hier unterstützt hat, findet ihr natürlich in der Videobeschreibung, also schaut auch gerne rein. Aber ich finde, von der Aufmachung her ist es wirklich ein sehr, sehr tolles und schickes Design. Also wirklich klasse. Und was mir auch persönlich sehr gut gefällt, ja, wir haben ja hier praktisch alles in neutraler Farbe, grau gehalten, hat vielleicht so einen kleinen Grünstich und dann hier oben das schöne, dezente Signature Edition bei Gymma in Rot. Also schreibt es uns gerne mal in die Kommentare, was ihr von der Folierung haltet. Mir persönlich gefällt sie richtig gut. Ich finde, das macht was her. Ist wahrscheinlich nicht jedermann, weil es natürlich auch entsprechend laut ist, aber wenn ihr auf sowas steht oder sag mal, wenn ihr ein bisschen auffallen wollt mit Geschmack, sage ich mal, dann ist das mit Sicherheit eine gute Geschichte. Und was wir hier auch haben, ähnlich wie beim Sunlight, die ORC-Felgen. Ja, beim Sunlight haben wir absichtlich auf die Delta-Felgen verzichtet, weil sie einfach preislich ein bisschen zu teuer waren. Wir wollten uns da einfach nicht in den Nest setzen. Und hier haben wir eben auch wie beim Sunlight unsere ORC-Felgen. Hat einfach den Vorteil, die ORC-Felgen, ihr wisst ja, die kann man mit weniger Luftdruck fahren, also mit fast der Hälfte wie der normale Reifen, den wir auf den Standard-Fiat-Fahrzeugen drauf haben. Somit habt ihr sozusagen den Effekt einer Luftfederung schon mit drin. Ich will nicht sagen, dass es eine Luftfederung ersetzt, aber es ist ein deutlich geschmeidigeres Fahren, ohne dass ihr andere Einbüßen habt. Auch was die Traktion angeht, auch was die Stabilität angeht, ist dieser Reifen oder das Rad auch echt super. Und natürlich sieht es nochmal wirklich schick aus. Das muss man auch einfach mal dazu sagen. Ne? Also auch ein integriertes Wohnmobil kann dementsprechend auch schick aussehen. Zu den technischen Daten am Fahrzeug. Wir haben hier eine Länge von 6,95 Meter, eine Breite von 2,20 Meter und eine Höhe von 2,81 Meter. Also ihr merkt schon, kompakte Abmaßung, vor allem die Fahrzeugbreite 2,20 Meter ist schon echt schmal für ein Reisemobil in der Kategorie, sage ich jetzt einfach mal. Das hat natürlich auch Vorteile, wenn ihr mal irgendwohin verreist, beispielsweise nach Italien oder sonst wo, da seid ihr natürlich mit so einem Fahrzeug viel, viel flexibler. Von der Zuladung her sind wir hier bei ca. 400 bis 500 Kilo. Wenn wir natürlich unsere Signature Edition Ausstattung noch mit reinpacken, dann sind wir schon eher bei 450, 400 Kilo, weil natürlich das ganze Zeug, was wir da dabei haben, so an die 150 Kilo wiegt. Ihr seht jetzt hier, Grundpreis 75.699, ist auch der neue Fiat. Das heißt, er hat schon die ein oder andere Preiserhöhung mitgemacht und entsprechend die Ausstattung. Was das Fahrzeug dann wirklich, ich sag mal, teurer macht. Wir haben hier jetzt nämlich 20.000 an Zubehöreinbauten von unserer Werkstatt drinne, die eben in dem Signature Edition Paket mit dabei sind. Das Fahrzeug hat zwei Vorteile. Einerseits, es ist sofort verfügbar. Es werden drei weitere noch folgen, die auch bald kommen. Ja, also es steht bei uns auf dem Hof. Ihr könnt es euch anschauen. Und der zweite Vorteil ist, ihr habt einen Preisvorteil. Einen Preisvorteil, den ihr eigentlich im Moment fast gar nicht mehr kriegt auf dem Markt.
haben wir aber gedacht, wir machen unsere Werkstatt damit voll. Wir machen da einfach ein tolles Paket draus, sodass ihr auch was davon habt, auch einen Mehrwert zu einem günstigeren Preis. Und wir haben jetzt hier durch dieses Paket einen Preisnachlass von 3.700 Euro erzielen können. Natürlich sprecht da einfach mit unseren Verkaufsberatern, wenn es da nochmal ins Detail gehen soll. Und Gesamtpreis landen wir dann bei dem Fahrzeug bei 103.000. Das ist natürlich happig, ja, also das erscheint schon relativ viel für einen kompakten Integrierten, der E6 ja ist. Aber der hat natürlich auch einiges drin und das sehen wir einmal hier in unserer erweiterten Serienausstattung von unserem Signature Edition Paket. Ja, wir haben Smart TV und TV-Halter, wir haben eine LTE-Antenne auf dem Dach, wir haben eine automatische SAT-Anlage, wir haben die iNet-Box und das CP Plus mit dabei, wir haben 18 Zoll Alufelgen, wie ihr sehen könnt, die Sog-Toilettenentlüftung kommt noch dazu. Eine Außendusche ist auch integriert, Dachklimaanlage Compact Plus und da muss ich auch nochmal sagen, nochmal ein Dankeschön an die Firma Truma, die uns auch hier an Preisnachlass erzielen konnte, aber auf die Truma gehen wir nochmal speziell ein. Also das heißt, ihr habt auch auf die Dachklima nochmal einen richtig guten Preis bekommen, den ihr so eigentlich nicht bekommt. Dann haben wir von der Firma Wattstunde unsere Solaranlage 220 Volt inklusive Victron MPPT-Regler. Auch da haben wir von der Firma Wattstunde für unser Projekt einen tollen Preis bekommen. Also da nochmal ein Dankeschön und wie gesagt, geht auch gleichzeitig dann an den Kunden weiter, dass da auch ein Mehrwert erzielt wurde. Zwei Lithium-Batterien, Thema Gewicht ist einfach ganz, ganz wichtig bei dem Globobus. Da muss man aufpassen, dass es nicht zu viel wird. 100 Ampere-Stunden, das heißt, ihr habt richtig Batterie-Power drin, Solar-Power drin, richtig toll. Und dann haben wir hier noch unser Detlefs E-Connect, also E-Trailer-System. Also nicht das neue Detlefs Connect, was im XLi drin ist. Das kann der Globobus nämlich noch gar nicht. Das wird auch noch ein bisschen dauern. Sondern das Thema E-Connect, dass man von dem Ersatzteilservice im Nachgang einbauen lassen kann. Aber dazu kommen wir noch. Wie gesagt, bleibt dran, ihr werdet alles im Detail einfach noch mal sehen können. Und natürlich unsere Signature-Folierung, wie schon gesagt, von unserem Folierer gemacht. Wirklich toll. Das findet ihr natürlich dann auch wieder in der Videobeschreibung. Jetzt kommt mal mit, denn ich habe hier eine Kleinigkeit vorbereitet. Das ist jetzt nämlich hier das Thema Detlefs E-Connect, also nicht das neue Detlefs Connect, also nicht ein zentrales Panel, was ihr innen habt, sondern die Steuerung, hoppla, da geht der Gaskasten auf, die Steuerung sozusagen des Ganzen über das Smartphone, also nicht nur Steuerung, sondern vor allem Informationen. Ja, das sind so verschiedene Pakete, die ihr im Ersatzteilwesen und Zubehör kommt. Ihr habt praktisch ein Basismodul, Detlefs E-Connect, das ihr ins Fahrzeug einbaut. Wenn wir reingehen, zeige ich euch das später auch nochmal. Und so fängt das Ganze dann an. Da könnt ihr dann praktisch aufbauen. Ja, wir haben einmal Basismodul, das heißt eine E-Volt-Anlage und das sogenannte Level-System. Das zeige ich euch auch einfach mal. Da könnt ihr sehen, wo das Fahrzeug jetzt gerade steht. Also ich gehe mal hier auf Module und drücke jetzt hier auf Level-System und sehe jetzt, wie mein Fahrzeug nivelliert ist. Das macht jetzt zum Beispiel einen guten Eindruck, ist gut nivelliert. Wenn das jetzt schief stehen würde, könnte ich hier sehen, wie das dann entsprechend aussieht. Weiterhin haben wir dann zum Beispiel in diesem Basispaket noch die E-Volt-Anlage drin. Hier seht ihr jetzt 100%, 13,8 Volt, Batterie ist voll. Gut, ich habe jetzt 160 Ampere-Stunden angegeben, das ist falsch, es müssten eigentlich 200 sein. Aber ihr könnt sehen, also ihr könnt den Batteriestatus von unserem Fahrzeug, von eurem Fahrzeug auf dem Handy überprüfen, was natürlich sehr hilfreich ist. Das ist das Basismodul, ja. Dann haben wir beispielsweise noch Detlefs E-Switch, Schließsystemkontrolle und Fahrzeugsicherheit. Da könnt ihr einfach sehen, ist das Fahrzeug abgeschlossen. Habt ihr hier einfach noch ein Zusatzmodul, das ihr dann auch nochmal entsprechend anklicken könnt und dann auch kalibrieren könnt. Das Thema E-Pressure finde ich sehr, sehr interessant, denn ihr habt eine sogenannte Reifendruckkontrolle. Ich habe es mal bewusst jetzt nicht montiert. Ihr seht es ja hier. Links und rechts, das sind die, packt ihr praktisch auf euer Ventil drauf, anstelle der Ventilkappen, macht ihr praktisch dieses Pinüpsel drauf oder diesen, also da ist eine Steuerung dabei mit Batterie und dann könnt ihr euren Reifendruck am Fahrzeug sozusagen überprüfen und wisst dann auch immer, auf welchem Stand ihr seid, ist natürlich sehr, sehr hilfreich. Wenn mal irgendwas sein sollte, zeigt euch das System oder
macht eine Warnmeldung, wenn das zum Beispiel unter den Normbereich geht. Ja, das ist natürlich eine tolle Abwechslung zu den RDKS-Sachen, die man sonst eigentlich hat. Aber in dem Fall habt ihr das dann hier dabei. Genau, das ist E-Pressure. Auch das habe ich dann hier, ich kann es mal zeigen, als Modul nochmal zusätzlich. Die Module kann ich alle dann selber hinzufügen. Das könnt ihr dann mit uns oder eurem Detlefs-Händler dann vor Ort machen, was das Thema einfach anbelangt. Dann haben wir beispielsweise noch das Detlefs E-Gas-Level. Also das habe ich verbaut. Das ist jetzt auch nochmal ein Zusatzmodul von der Firma Detlefs. Und zwar seht ihr einmal hier, jetzt fliegt mir alles davon, seht ihr einmal hier, den E-Gas-Level, den macht ihr einfach mal unten drauf. Mit diesem Sync-Button könnt ihr das Ganze synchronisieren und dann zeigt es euch auf dem Telefon an, wie voll die Gasflasche dann tatsächlich noch ist. Ist eine sehr, sehr tolle Abwechslung, weil es eben nicht so ist, wie jetzt beispielsweise die Duo Control sagt euch ja an, die wir auch drin verbaut haben, zeige ich euch dann gleich noch, sagt ja beispielsweise an, okay, meine Gasflasche ist leer oder sie ist noch verfügbar oder funktioniert noch. Zeigt euch aber nicht an, welchen Stand die Gasflasche hat. Und wenn ihr beispielsweise wisst, okay, ich habe jetzt noch 5 Kilo Inhalt drinne von 10, dann weiß ich, die ist halb leer oder halb voll, wie man es dann betrachten mag. Und dann kann ich eben schon im Vorhinein reagieren. Da gibt es noch andere Systeme, ich weiß. Also Truma bietet sowas auch an, wo man die Gasflaschen draufstellt. Aber alles in allem ist es ein ganzheitliches System, was ihr mit einer App überprüfen könnt. Und das ist eben das Tolle an der ganzen Geschichte. Dann haben wir noch E-Temperature. Das ist eine relativ simple Lösung. Ja, das ist einmal hier so ein kleines Modul. Das könnt ihr euch hinlegen, stellen, wo ihr wollt. Wir haben es jetzt bewusst mal nicht verbaut, weil der Kunde vielleicht sagt, okay, ich hätte gerne die Temperaturen zeige irgendwo unten oder oben. Und natürlich nach Wunsch kann man das dem dann auch so einrichten, wie er das haben möchte. Oder falls einer von euch dabei ist, der sich dieses Fahrzeug käuflich erwerben möchte, dann in dem Fall auch für euch. Und dann gibt es noch das ganze Thema Detlefs E-Water Level. Ihr seht schon, das ist eine große Verpackung. Das heißt, es ist so eine Art Stange, die in den Wassertank reinkommt. Da wird gebohrt. Das kann ich euch später auch einfach noch zeigen. Und da könnt ihr euren Wassertankstand genau überprüfen. Innen drin habt ihr zwar eine Anzeige, die ist aber nichts sehr genau. Ihr habt nur 4 Anzeigemöglichkeiten und hier wisst ihr es dann einfach ganz genau, wie viel Wasserlevel dann dementsprechend drin ist. Aktuell ist er leer. Ihr habt dann auch kriegt dann auch eine ganz genaue Anleitung, wenn ihr es dann neu machen wollt, wie das Ganze dann funktioniert. Das habt ihr bei jedem Modul. Grundsätzlich ist es von der Werkstatt dann auch immer entsprechend vorgesorgt, also schon montiert und auch schon kalibriert. Aber natürlich, falls jemand Handwerker oder Heimwerker ist, er kann sich das ganze Modul oder diese ganzen Detlefs E-Systeme einfach auch selber nach Hause bestellen und selber montieren. Das funktioniert natürlich auch. Hier seht ihr jetzt mal die Bohrung für das E-Water Level, das ich vorhin draußen erwähnt hatte. Das ist jetzt eben noch das Zusatzmodul und da habt ihr so einen kleinen Stab drinne, der eben misst, wo das Wasser dann, also wo sich der Wasserstand einfach befindet. Lasst euch jetzt hoffentlich nicht von diesen ganzen Zusatzeinbauten hier, also von dem ganzen Zubehörzeug, irritieren. Was ich euch einfach nur zeigen will, wir haben hier unseren Gaskasten vom Detlefs E6 und in dem Zuge auch noch unsere Duo Control. Die Kenner unter euch wissen ja, was ihre Funktion ist. Falls es jemand noch nicht weiß, ihr habt eine automatische Gasflaschenumschaltung, könnt die Prioritätsgasflasche festlegen. Beispielsweise ihr hättet hinten eine volle und vorne eine halbvolle, dann wollt ihr natürlich, dass erst die halbvolle ganz leer wird, bevor die volle angebrochen wird. Somit könnt ihr die Priorität festlegen mit diesem Drehschalter, den wir hier oben haben. Ja, das ist einmal der hier. Ich sage jetzt hier rechts oder in dem Fall, wenn ich ihn auf die andere Seite drehe, links Priorität. Und er zeigt mir auch immer an, ob die Prioritätsgasflasche dann voll oder leer ist. Und diese Anzeige haben wir auch im Innenraum. Das zeige ich euch aber noch. Wir haben in dem Fall auch eine Fernanzeige verbaut. Das ist sozusagen die Winterfunktion, denn ihr müsst im Winter nicht raus und die Gasflaschen überprüfen oder umstecken, sondern ihr habt 2 volle Gasflaschen beispielsweise und erst geht die eine leer, dann schaltet es automatisch auf die andere zurück. Und das ist eben der Vorteil von der Duo Control. Haben wir im Zuge unserer Signature Edition eben auch verbaut. Hier haben wir jetzt unsere Heckgarage.
Wertheim ist hier gerade ein richtiger Wind, deswegen muss man hier alles gut festheben. Beim i6, dadurch, dass er länger ist, der ist ja jetzt 7 Meter lang, da habt ihr dementsprechend auch guten Stauraum hinten in der Heckgarage. Die genauen Maße von der Heckgarage findet ihr selbstverständlich in der Videobeschreibung. Seht es mir nach, dass ich jetzt heute mal keinen Zollstock dabei habe. Hinten, also auf der linken Seite, ist sie deutlich niedriger. Wir haben nämlich hier noch eine Ladekante zusätzlich. Das haben wir auf der anderen Seite nicht. Kommen wir jetzt aber gleich drauf zu sprechen. Einfach nur für euch zur Orientierung, dass ein kompakter, integrierter, dass da auch viel reinpasst. Ne? Und wir haben hier die neuen Detlef-Verschlüsse, die deutlich entspannter in der Handhabung sind und auch einen sehr stabilen und guten Eindruck machen. Zum Heck möchte ich jetzt eigentlich gar nicht so viel sagen. Da hat sich jetzt auch zum Modelljahr 21 nicht viel geändert. Ihr könnt mal einen kurzen Blick drauf werfen für euch. Detlefs Integralleuchten haben wir hier noch dabei. Da wird es in naher Zukunft auch eine Veränderung geben, aber jetzt haben wir es eben halt noch so und ja, ist jetzt Geschmackssache für jeden. Rechte Seite der Heckgarage deutlich größer. Ich mache auch immer gerne den Test und gehe einfach mal rein und vergewissere mich selber mal über das Raumgefühl. Hier haben wir jetzt dann unsere Außendusche, den Duschkopf, der liegt dabei, also der ist jetzt nicht montiert, selbstverständlich, weil er gerne auch mal geklaut wird. Da schließt er dann einfach an, da könnt ihr heiß und kalt machen, könnt die Dusche ein- und ausmachen. Super tolle Möglichkeit, um sich draußen auch mal abzuwaschen. Und dann haben wir hier unsere Steckdose, 230 Volt. Ne, hier habe ich jetzt die Außendusche mal, ich will es jetzt einfach mal kurz demonstrieren. Stecke ich praktisch hier ein. Ist natürlich noch ein deutlich längerer Schlauch, jetzt gerade ein Kabelbinder drum. Und dann habt ihr hier euren Knopf, mit dem ihr sie dann aktivieren könnt. Könnt euch abduschen, könnt die Füße sauber machen, den Hund, die Kinder, die Fahrräder, was auch immer. Das funktioniert alles einwandfrei. So, dann sind wir außen eigentlich durch. Für euch jetzt mal, für Leute, die sich vielleicht für den i6 interessieren. Ihr seht jetzt schon mal, wo der Kühlschrank ist. Den gibt es auch möglich mit Rahmenfenstern, in dem Fall sind die Ausstellfenster verbaut. Und was Detlefs toll macht, immer eine schöne breite Eingangstür, könnt ihr mal sehen. Zeige ich euch auch drin und das haben sie jetzt auch neu hier, dieses Fenster, was wir drin haben. Aber das kennt ihr vielleicht noch von unseren vorherigen Videos vom Globus i6. Die verlinke ich euch mal hier oben. Ja, müsste hier oben sein. Die Aufbautür ist auch neu, ja, in dem schönen Grau, also zum Modelljahr 22 haben sie das alles erneuert, auch im Innenraum. Aber ich fackel jetzt gar nicht lange rum, ist immer ein Zungenbrecher. Wir gehen jetzt einfach mal rein und schauen uns das Fahrzeug mal von drinnen an. Jetzt seht ihr mich auch ein bisschen weiter. Das ist auch gut, dass ihr einen guten Blick vom Raum bekommt. Ich mache die Tür hier mal zu. Erstmal das Bedienpanel ist jetzt bei Detlefs noch ein bisschen klassischer gehalten. Wir haben jetzt hier zum Beispiel unser CP Plus Modul mit dabei. Mit diesem CP Plus Modul ist auch beispielsweise die Klimaanlage gekoppelt. Wir haben jetzt hier eine Warmluftheizung und eine Klimaanlage, eine Dachklimaanlage, die Truma Compact Plus müsste das sein. Ah ne, die Truma Aventa Compact. Ja, die ist für die Fahrzeuggröße ideal. Wie gesagt, haben wir mit Truma einen sehr tollen Preis gehabt. Also wir haben da wirklich sehr viel Prozent nochmal Nachlass bekommen. Und selbstverständlich dann an euch weitergegeben. Das heißt, ihr habt ja auch einen richtigen Mehrwert. Und ich drücke hier praktisch mit der Fernbedienung, kann ich das einmal bedienen. Was ich aber jetzt dadurch auch machen kann mit dem System, das lässt sich nämlich mit dem CP Plus koppeln. Und jetzt kann ich hier einfach meine Temperatur einstellen, die ich gerne haben möchte. Kann hier sagen AC oder Heater, je nachdem, was ich möchte. Und ich sage jetzt beispielsweise, ich hätte gerne hier in dem Fahrzeug 21 Grad. Wenn es kälter als 21 Grad ist, geht die Heizung an. Wenn es wärmer als 21 Grad ist, geht die Klimaanlage an. Und das ist natürlich eine sehr, sehr tolle Geschichte, dass man das so, ne, so, dass ihr sozusagen eine Klimaautomatik bei euch in der kleinen Wohnung habt. Hauptschalter und wie ich es euch schon gesagt hatte, ich kann hier jetzt meine Füllstände prüfen. Ja, ich weiß jetzt hier zum Beispiel, ich habe 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 Prozent, also nicht in 10er Schritten, aber in 15er Schritten, glaube ich. Da könnt ihr jetzt sehen, wie viel Prozent ist der Wassertank gefüllt, also der Frischwassertank, und wie viel Prozent ist der Abwassertank gefüllt. Aber wie schon gesagt, mit dem Detlefs E-Water-Level
System kann ich es eben ganz genau wissen. Da weiß ich ganz genau, wie viel Liter von Liter so und so oder von dem Fassungsvermögen ist jetzt noch drinne beispielsweise. Ich kann auch hier meine Batterie prüfen, aber wie schon gesagt, ich kann es eben nicht übers Handy alles in einem eben haben. Und das ist die angesprochene Fernanzeige. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel hier runterklicke, dann kann ich mir die Gasflasche anzeigen lassen. In dem Fall habt ihr ein rotes Lichtchen. Das heißt, die Gasflasche ist leer. Wenn ich jetzt, also die Prioritätsgasflasche ist leer, wenn ich jetzt hier nach oben drücke, dann seht ihr hier ein Lämpchen. Das ist jetzt nämlich das sogenannte ISX. Das sorgt dafür, dass die Leitung bei der Gasflasche beheizt wird. Da ist so ein kleiner Draht drum, dass das eben warm bleibt, dass ihr beispielsweise nicht im Winter über Schwierigkeiten mit der Gaszufuhr zu kämpfen habt, weil Gas, wenn das unter den Gefrierpunkt kommt, dann wird es ein bisschen fester, ein bisschen flüssiger und geht nicht mehr so gut durch die Leitung durch und dafür habt ihr dann dementsprechend das ISX. Genau, und wenn wir jetzt hier schon bei dem Thema sind, dann mache ich auch gleich weiter hier mit unserem Detlefs E-Connect Basismodul, was wir hier eben drin haben. Das baut ihr sozusagen ein. E-Trailer-System, das ist eine App, das könnt ihr auch für andere Wohnwegen benutzen, aber bei Detlefs ist es eben auch im Originalteil und Zubehör mit dabei. Und wenn ihr dieses Modul habt, das ist das Basismodul, dann könnt ihr darauf sozusagen aufbauen. Hier oben ist jetzt noch unsere TenHub Feature Box drin, also der Receiver für unsere SAT-Anlage, die wir auf dem Dach haben. Und zusätzlich der Alphatronics, wie schon gesagt, der funktioniert mit Smart TV und unseren LTE-Router haben wir dann einmal hier. Ne? Also wie gesagt, der befindet sich auf dem Dach, holt es Empfang und dann haben wir hier nochmal, wie ihr es auch vom WLAN kennt, einen kleinen Signaladapter, den ich dann eben, wo ich dann praktisch WLAN in meinem Fahrzeug bekomme. Und ich habe jetzt die Möglichkeit, hier auch noch LAN-Kabel anzustecken, wenn ich zum Beispiel auch mit dem PC von zu Hause arbeiten möchte. Der Alphatronics-Fernseher kann WLAN empfangen. Das ist ganz entspannt, wenn ihr auf dem Campingplatz seid. Dann müsst ihr den jetzt nicht unbedingt jetzt an dieses Modul anschließen, sondern manche Campingplätze haben auch gutes WLAN. Dann könnt ihr den Alphatronics dort anschließen und könnt Netflix, Amazon Prime oder was es da alles gibt, dann auch dementsprechend darüber streamen, was sehr, sehr entspannt ist und was natürlich auch immer mehr in den Vordergrund rückt. Also, wir haben jetzt mal hier die ganze Technik so ein bisschen erklärt. Jetzt geht es mir mal auch darum, euch zu zeigen, was hier wohnraumspezifisch alles geboten wird. Wir haben hier jetzt ein neues Dekor seit diesem Jahr, seit dem Modelljahr 22. Einmal hier dieses, guck mal Niklas, du kannst mal da hinfilmen, Tip-Printed Haptisch. Kennt man auch aus anderen EHG-Gruppenmarken. Hümer hatte das ganz oft in seinen Seitenwänden. Das ist einfach eine sehr schöne, eine sehr wertige Oberfläche. Also zumindest lässt es aussehen, weil ihr habt hier gewichtsspezifisch, könnt ihr ja kein Echtholz benutzen oder kein Vollholz. Und in dem Fall eine schöne Alternative zu dem Hochglanz, was wir vorher hatten im Globus. Finde ich schön, auch die grauen Abstickungen, das haben wir dann, diese Struktur haben wir dann auch hier. Macht einen sehr freundlichen, warmen, aber auch hellen Eindruck. Dann die Wohnwelt Floyd. Ist in so einem Anthrazit, ein schöner grobporiger Stoff. Auch da kann man mal hinfilmen, genau. Kann man jetzt mal vielleicht sehen. Macht auch einen sehr guten Eindruck. Und was ich immer wieder sage, ich muss jetzt hier aufpassen wegen meinem Mikro, aber was ich ja immer sage, bei Detlefs hat man dementsprechend auch einen sehr bequemen Sitz. Also wenn ihr das euch anschaut, die Lordose ist hier an der Seite immer schön gestützt und man merkt schon auch bei den Polstern, dass man hier in einem schönen Mittelklasse-Komfort Fahrzeug ist und das bringt er einfach auch rüber. Das ist schon sehr, sehr bequem. Ich habe jetzt hinten noch zwei Polster, die haben wir hinten mal versteckt, aber ich kann jetzt beispielsweise mit diesem Teil, ja, das kann ich jetzt hier noch erweitern praktisch unterm Tisch. Wenn man den mal vorschieben, kann man es mal sehen. Ne, aber ich mache es jetzt mal so schematisch. Kann ich das Ganze hier noch einhängen, das Holzbrettlein und dann mache ich hier einfach noch mein Polster dazu. Das geht dann auch bis vor. Und dann habe ich hier noch eine schöne Polstermöglichkeit zusätzlich. Und dann habe ich noch mal hier noch so ein Eckteil, was ich dann noch dazu machen kann. Ja, und dann ist das hier schön abgerundet auch. Kann man auch weglassen. Ist natürlich auch der Vorteil, der Fahrersitz kann dann schön seine Beine drauf ablegen oder wenn ihr jetzt beispielsweise ein kleines Kind habt, dann kann es da auch drauf sitzen. Also noch mal ein bisschen
Varianz in dem ganzen Thema mit drin. Wir gehen mal noch kurz aufs Hubbett ein, dafür müssen wir kurz tauschen. Was auch toll ist, wirklich, wir haben jetzt hier diese Verstellmöglichkeiten auf beiden Seiten. Das ist jetzt eine Kleinigkeit, aber im Alltag dann doch immer sehr hilfreich, wenn ihr es habt. Also lasst euch das gesagt sein. Da seid ihr froh drum, wenn ihr die innen habt, denn meistens sind sie auch außen. Detlefs war tatsächlich auch immer ein Kandidat, der die auch immer außen hin gemacht hat. Und dann könnt ihr hier praktisch die Sitze umstellen, ohne jetzt da rumgreifen zu müssen. Und dann kann man das Hubbett auch dementsprechend runterholen. Ihr lasst euch jetzt nicht verunsichern, dass es automatisch wieder hochfährt. Wenn Kopfkissen, Bettdecke, Bettwäsche und alles drinne ist, dann sollte das auch heben. Falls dem natürlich nicht so ist, dann darf man da auch gerne nachjustieren. Weil wichtig ist natürlich, dass man es dann auch wieder hochkriegt, wenn es mal unten ist. Und auch, dass da nicht so viel Last auf den ganzen Sachen dann ist. So, wenn ich mich jetzt drauflege, erstmal Matratzenstärke testen. Lattenrost ist vorhanden. Ihr seht auch unter dem Lattenrost noch genug Luft, dass da auch schön zirkulieren kann. Macht einen sehr wertigen Eindruck, also ein vollwertiges Bett. So, und ich lege mich mal rein. Durch die Fahrzeugbreite von 2,20 Meter ist es natürlich ein wenig beengter. Wäre jetzt für mich kein Problem, weil ich eh nicht mit ausgestreckten Beinen schlafe. Aber für Körpergröße ab 1,80 ist das natürlich ein etwas kleineres Bett. Das muss man dann auch einfach bedenken, wenn man sich das Fahrzeug dann zulegt. Aber trotzdem nach hinten raus, ich weiß jetzt nicht, wie viel es genau sind. Es müssten 1,40 Meter oder 1,50 Meter sein. Breite von diesem Bett könnt ihr natürlich auch in der Videobeschreibung nachlesen. Da habt ihr auf jeden Fall einiges geboten. Fährt es ja automatisch wieder hoch. Das kann ja auch ein Vorteil sein. Genau. Einwandfrei. Jetzt sind wir mal in der Küche. Ganz wichtig in der Küche ist auch immer ein erweitertes Arbeitsbrett, gerade in so einer kompakten Küche. Ne? Habe ich hier auch gegeben. Da könnte man sich jetzt drüber streiten, ob das vielleicht nicht noch mal ein bisschen nachjustiert werden soll. Aber es ist jetzt keine Fläche, auf der ihr arbeiten sollt, sondern es dient als eine zusätzliche Ablagefläche. Also groß belasten könnt ihr das nicht. Das müsst ihr beachten. Aber es ist natürlich trotzdem hilfreich, dass man das Ganze dann auch drin hat. Zwei Flammkocher mit unserer tollen Piezo-Zündung. Leg ich natürlich auch immer drauf Wert, weil genau wenn man das Feuerzeug braucht, genau dann hat man es wahrscheinlich nicht. Vor allem nicht, wenn man kein Raucher ist. Dann nochmal unseren Wasserhahn, also Waschbeckenrundes, kreisrundes hat man Platz. Mir fehlt hier jetzt tatsächlich auch Platz für die Kaffeemaschine. Ich sage euch aber ganz ehrlich, bei der Breite und der Arbeitsfläche wüsste ich nicht, wo man jetzt das unterbringen könnte. Vielleicht wäre es möglich gewesen, den Herd ein bisschen rauszuziehen und hinten, aber da bin ich zu wenig in der Konstruktion drinne. Ich denke mal, das hat einen Grund, warum es so ist, wie es ist. Sei es drum, Stauraum ist auf jeden Fall eine Menge gegeben. Also auch hier die Schubladen, Besteckkasten. Ja. Ihr müsst jetzt natürlich auch hier kein Besteck lagern, weil ihr auch eher eine schöne Höhe habt, könnt ihr den Besteckkasten noch einfach raustun und es anders nutzen. Auch hier haben wir nochmal Staufläche. Offen gestanden ein bisschen weniger. Das ist ein bisschen schwierig, aber trotzdem habt ihr im gesamten Fahrzeug, hat man versucht, den Stauraum halt gutestmöglich auszunutzen. Müsst halt auch bedenken, Fahrzeugbreite von 2,20 Meter, da kommt natürlich dann auch nicht so viel Stauraum zustande. Ne? In dem Fall haben wir unser Kombibad. Die Tür lässt sich ganz normal öffnen. Jetzt von der Stehhöhe her muss ich sagen, geht's. Wenn ich das Brett rausnehme, meine Schuhe ausziehe, könnte ich hier aufrecht stehen. Ich brauche natürlich noch immer ein bisschen Platz. Das heißt, ich müsste mich bücken können für meinen Kopf, um da halt auch waschen zu können. Die Dusche ist vom Design her wirklich schön. Was deutlich fehlt, ist jetzt hier ein Dachfenster. Wir haben hier nur einen Pilzlüfter, aber ein Dachfenster wäre natürlich definitiv noch eine sehr schöne und tolle Alternative. Jetzt könnt ihr euch mal auch ein Bild machen von der Dusche, wie groß die ist. Ich habe hier zur Seite hin noch Platz. Also drehen kann ich mich einigermaßen gut. Hier fängt dann die Tür irgendwann an. Es ist natürlich jetzt nicht das Komfortabelste, aber es tut dem Zweck, es ist zweckdienlich. Und was ich allerdings im Kombibad dann wieder für einen großen Vorteil habe, ich habe eine sehr schöne Freiheit, kannst gerne rumkommen,
wenn ich auf der Toilette sitze. Also das könnt ihr ja sehen, Beinfreiheit ist da, auch links und rechts mit den Schultern. Na, also man kann es jetzt hier sehen, ich kann hier gut auf der Toilette sitzen, wenn mal ein Notfall ist. Dann unser Kühlschrank von Tedford, 142 Liter mit Frosterfach integriert, passt auch eine gute Menge rein. Der ist jetzt auch gerade an, den mache ich gerade mal aus. Unter dem Kühlschrank noch ein kleines Stauraumfächlein für beispielsweise Schuhe und Co. Und dann hier ein schöner Kleiderschrank. Kommst du da rum? Wenn nicht. Ja, genau. Schöner Kleiderschrank oben wieder mit einer kleinen Stange zum Aufhängen. Unten dann der Sicherungskasten und ein bisschen Elektronik. Und ganz unten wieder ein kleines Fach für Schuhe und alles Weitere. Was jetzt hier ganz, ganz toll ist im Globobus, und das Feedback habe ich schon von vielen, vielen Menschen bekommen. Wir haben hier keinen Vorhang, sondern eine Abtrenntür, und die ist sehr gut integriert. Ja, das könnt ihr sehen, wie gut die zu schließen ist. Und auch vor allem, wie entspannt das Ganze ist. Ich muss hier wirklich nicht groß drücken oder ziehen, sondern ich ziehe einfach kurz. Und dann habe ich hier eine schöne abgetrennte Fläche, die ich komplett zumachen kann. Und ihr habt auch nicht diese äußerliche Schmach von so einer Abtrenntür, sondern die ist hier schön Fahrzeug dann auch integriert. Da wir ja einen Einzelbettengrundriss haben, haben wir auch die Möglichkeit, das hier reinzuschieben. Das mache ich gerade mal. Ja, dann haben wir hier auch deutlich mehr Platz. Unter den Treppenstufen, unter der oberen, ist auf jeden Fall noch eine Stauraummöglichkeit. Unter der hinteren Stauraum- und Ablagemöglichkeit. Wenn es jetzt schwierig wird, dann blenden wir es euch einfach kurz ein, wie es dann da aussieht. Falls ihr jetzt das Bett zurück habt, ja, also den Bettenumbau oder das Bettenumbau zum Doppelbett, dann könnt ihr einfach über die Treppenstufen steigen. Auch die Stehhöhe oder die Sitzhöhe ist jetzt in Ordnung, ist jetzt nicht der Wahnsinnsburner, aber wir sind, wie gesagt, in einem kompakten Fahrzeug. Da ist es völlig in Ordnung. Ich mache jetzt auch mal den Liegetest, und da muss ich tatsächlich ein bisschen mit meinem Kopf aufpassen, aber ich kann mich komplett ausstrecken. Also das Bett ist 2 Meter lang. Ne? Seht ihr ja, mein Bein ist komplett gestreckt. Ich muss halt hier einfach nur ein bisschen aufpassen, falls jetzt jemand irgendwie klaustrophobische Anspielungen hat oder damit Probleme hat, dann könnte das tatsächlich ein Problem sein, weil hier unten ist es ein bisschen enger drunter. Aber ihr habt natürlich auch den Vorteil bzw. der Grund, warum es gemacht wurde, ihr habt halt dadurch auch mehr Stauraumfläche nochmal hinten, die ihr ja in so einem kompakten Fahrzeug dann auch gebrauchen könnt. Dafür haben wir links und rechts schöne Fenster, die hier auch richtig schön Licht reinbringen ins Fahrzeug. Oben nochmal Ablagefläche. Also der Schlafbereich macht auch schön was her. Ich finde, er macht sich auch deutlich, also er macht sich sehr schön und einladend durch diese Anthrazit-Heckwand, die wir da nochmal mit drin haben. Und selbstverständlich, wie sich das für ein Einzelbett-Grundriss gehört, nochmal große Stauraummöglichkeiten unter den Einzelbetten selbst. Auch auf der anderen Seite das Ganze. Da sitzt dann noch das Elasi-Ventil drunter und die Heizung. Da ist schon einiges geboten. Jetzt baue ich jetzt hier noch mal kurz zurück. Also, Fiat 8 ist hier schon drin verbaut. Falls ihr euch immer noch mal fragt, was jetzt die wesentlichen Unterschiede vom Fiat 7 zum Fiat 8 sind, dann findet ihr es natürlich auch hier oben. Grundsätzlich will ich jetzt auch gar nicht so tief in den Fiat einsteigen. Wie gesagt, wir haben da ein sehr umfangreiches Video dazu gemacht. Aber einfach für euch zur Information, dass er drin ist und dass der Globus natürlich auch durch seine integrierten Form eine sehr schöne Rundumsicht hat. Das ist der große Vorteil immer bei integrierten, dass wir eine ganz, ganz gute Übersicht haben. Ich kann auch hier ziemlich genau sehen, wo hier mein Fahrzeug aufhört, denn auch das, was ihr am Ende der Heckscheibe seht oder der Frontscheibe, das ist natürlich dann auch so circa die Fahrzeugfront und da, wo sie dann auch aufhört, dementsprechend. Schöne Busspiegel links und rechts und jetzt auch von der Integration in den Innenraum macht es dann doch immer einen relativ hochwertigen Eindruck, ist aber dann zum Schluss natürlich dann Geschmackssache wieder, wie wohl ihr euch fühlt. Ich finde, die Sitze kann man richtig gut drehen, macht einen sehr bequemen, schönen Eindruck.
ich kann den jetzt noch runtersetzen und eben noch ganz drehen und dann habe ich hier auch einen guten Zugang zum Wohnraum. Das Hubbett merke ich jetzt in meinem Blickfeld eigentlich gar nicht mehr. Also ich habe hier dadurch auch ein schönes Raumgefühl, wenn ich meine Sitze dann dementsprechend drehe. Ein weiterer Vorteil sind noch diese Plissés, die wir hier drin haben, vorne dann magnetisch zu steuern. Und beispielsweise hier jetzt nochmal eine kleine Ablagefläche, wo man Fahrzeugpapiere und Dokumente und Bedienungsanleitungen und sowas dann schön reinlegen kann. Was können wir also abschließend zum Globobus sagen? In der Signature Edition, wie wir sie hier bei Gümer haben, ein kompakter, integrierter, mit einer guten Verarbeitungsqualität, wie man es von Detlefs eben kennt. So typisch Mittelklasse-Komfort-Variante für junge Familien vielleicht auch oder auch für, vielleicht für viele, die gerne zu zweit verreisen, aber auch die Möglichkeit haben möchten, mal jemand mitzunehmen. Der Preis ist happig, das müssen wir zugeben durch die Signature Edition, aber ihr kriegt natürlich auch Mehrwert und ihr habt auch sehr viel preisliche Vorteile, wenn ihr beispielsweise eh gerne autark unterwegs seid, wenn ihr sowieso gerne die Dual Control drin gehabt hättet. Ihr habt jetzt natürlich auch noch den Alphatronics Fernseher, ihr habt sehr viel Batteriepower. Also da ist schon was gegeben und natürlich, wenn ihr damit auf dem Campingplatz fahrt, werden euch die ein oder anderen Blicke natürlich dann auch zugeworfen für jeden, der es mag. Ich finde es ein sehr geschmackvolles Design des Fahrzeugs, vor allem auch mit der Außenfolie gefällt mir das wirklich sehr gut. Zum Schluss dürft ihr das aber natürlich wieder für euch entscheiden. Ihr dürft es uns gerne in die Kommentare schreiben. Wie gesagt, euer Feedback hilft uns sehr. Es hilft uns sehr, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben da lasst, wenn ihr unseren Kanal abonniert. Kostenfrei alles. Ihr dürft das alles kostenfrei machen. Wir stellen euch das auch gerne zur Verfügung. Und damit wir auch weiterhin mit außerordentlicher Motivation dabei sind, freuen wir uns natürlich über euer Feedback und eure Unterstützung. Hat mir sehr viel Spaß gemacht die letzte Zeit. Wir freuen uns auf weitere spannende Videos. Und schön, dass ihr dabei seid bei Gümer TV und wir sehen uns zum nächsten Mal wieder. Muss mal aufhören, so viel immer zu labern.